Ciao zusammen und willkommen zurück zu Black Desert Online mit der Mystique. Ich bin mittlerweile in Kaplan angekommen, habe da bereits einige Nebenquests gemacht, ein bisschen weitergemacht mit der Hauptstory, Stufe 49 erreicht und dementsprechend auch mit Stufe 49 die Schwarzgeist-Quest absolviert, damit ich auch höher steigen kann dann aus Stufe 50. Nicht vergessen, ne, wenn ihr soweit seid und vielleicht das erste Mal spielt, sonst geht's nicht weiter. Jetzt könnt ihr nicht höher leveln. Jetzt Stufe 50 ist unglaublich. Okay, jetzt haben wir hier tatsächlich eine Nebenquest. Nee. Inventar. Immer schön. Alles aktiv. Hört euch an, was die Dorfbewohner in Kalfeon zu sagen. Oh, Kalfeon. Ich finde das ein mega mühsames, langgezogenes Questgebiet. Aber eben, vielleicht werden wir es neu entdecken. Ich habe da tatsächlich, glaube ich, gar nie groß. Ja, Glückwunsch. Wir haben Stufe 50 erreicht. Gar nie groß mich mit den Nebenquests beschäftigt, jedenfalls nicht viel. Hier haben wir jetzt eine. Die war vorhin noch nicht da. Die nehmen wir mit. Sollte sich auch in der Nähe sein, oder? Geht's uns um das Haus? Okay. Also wir nehmen es mit, weil ich würde wahnsinnig gerne mal mit ihr schon aufräumen. Das habe ich euch ja schon... Also aufräumen habe ich euch ja erklärt. Ne? Ich habe mit der Lan sehr viel abgegrast. Ob schon in diesem Questbereich noch nicht so groß. Ich hoffe natürlich nach wie vor auf weitere Beitragspunkte, Energie, die ich ja spielen kann. Und habe mir jetzt schon vorgenommen, dass ich mit der Mystique, die ja mir tierisch Spaß macht, ziemlich mitnehme, was ich mitnehmen kann. Dauert natürlich dementsprechend länger. Und ihr seht, dass ich habe sie tatsächlich auch nicht ziehen lassen jetzt. Ich würde das höchstens machen, wenn es dann so knapp vor 56 ist. Das sagt, okay, so zwei, drei Level, okay. Damit wir hinter die Erweckung gehen können. Da freue ich mich sehr drauf. Aber wenn das so weitergeht jetzt mit Leveln, und das ging jetzt eigentlich sehr, sehr fix, für das ich alles mitgenommen habe noch. Alle Nebenquests haben wir mitgenommen, die uns begegnet sind jedenfalls. Ging das relativ gut und relativ schnell. So, okay. Dann werden wir das hier auch noch absolvieren. Beim falschen Typen. So. Was hast du für uns? Unzuverlässiger Freund. Okay. Das Gute an der Nebenquest ist ja, dass es eigentlich, ich würde sagen, fast eigentlich immer gleich in der Nähe ist. Ja, sie müsst da nie oder selten wirklich weit laufen. Die machen sich ja wirklich fast von selbst. Meistens ist es noch in, gerade in der Verbindung mit der Hauptstory, wenn ihr eh schon in dem Gebiet seid. Also, ich habe jetzt das nicht aus irgendwie mühsam empfunden oder so. Okay, jetzt. Steckt ihr Scheißerchen. Da. Und ich habe noch keine Schriftrolle reingehauen. Hatte auch nicht den Eindruck, dass das nötig ist. Ich bin sowieso vom Level her ein bisschen drüber. Ihr seht es eigentlich, machen wir hier eine Nebenquest in dem Gebiet Stufe 40. Das seht ihr hier auf der rechten Seite. Und wir sind Stufe 50. Und ich habe nur diese Kronmahlzeit von 20% mehr Kampf-EP reingehauen. Und bin schon 10 Level eigentlich über dem Gebietslevel. Also glaube ich schon, dass ich da einigermaßen richtig liege, wenn ich sage oder auch immer wieder gesagt habe, spart euch die, vor allem die großen Rollen, die ihr für Loyalitätspunkte kriegt, spart euch die für später. Also ich denke, bei mir wird das jetzt dann nächstes Mal der Fall sein, dass ich eine größere Rolle reinhaue, Loyalitätspunkte, also Loyalitätsrollen, diese 3 oder 54 Stück, die wir da bekommen. Habe ich leider keine mehr, weil ich eben das genau fälschlicherweise so
benutzt haben. Ne? Unzählige Chars erstellt und die natürlich vom ersten Tag an gleich mal reingehauen ab Level 1. Und das hat sich absolut nicht ausgezahlt. Ich finde, das ist absolut nicht nötig. Ich hatte jetzt nie während der ganzen Zeit den Eindruck, dass ich das gebraucht hätte oder dass ich irgendwie nicht, wie soll ich sagen, befriedigend schnell levele. Absolut nicht. So, jetzt muss ich auch gucken, das sind jetzt auch Quests, die ich nämlich noch nie gemacht habe. Sammelschrott. Schrott, Schrott. Yeah! Da ist noch ein Haufen. Ich freue mich so mega auf die Erweckung, unglaublich. Mit ihr würde ich jetzt gerne schon ziemlich vorwärts machen, weil dann ja dieses Jahr sehr, sehr viele Neuankündigungen sind, also Erneuerungen kommen sollen. Ich hoffe, die werden das auch so durchführen und halten. Sucht nach Ozanas erstem Testament. Okay. Und da viele Sachen auch PvP-mäßig, also PvP-Inhalte, Gildenkriege etc. kommen sollen, Raids, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mit der... Da ist noch... Da sind ja noch Quests. Das nehmen wir alles mit. Könnte ich mir gut vorstellen, dass ich dann mit der Mystik schon einigermaßen durchkommen könnte. Sich hier runter wieder eine Quest. Wir nehmen den Weg des geringsten Widerstands. Hey, da habe ich noch gar kein Wissen. Eben genau wegen solchen Sachen, ne, lohnt es sich nämlich schon, diese Nebenquests mitzunehmen. Ich spiele jetzt ein Jahr und habe hier tatsächlich kein Wissen. Ob ich diese Nebenquest gar nie gemacht habe. Alles klar. Was ich alles verpasse? Wir machen gerade ein bisschen noch weiter. Aha. Ja, da fehlt mir einiges. Krass. Okay. Hat sich die Arbeit und die Zeit doch schon immer wieder gelohnt, ne? Das ist ja nämlich nicht das erste Mal, dass ich was jetzt gefunden habe, wo ich... Klar, es fehlt mir noch diverses Wissen, aber gerade so offensichtlich eigentlich bei der Hauptstory naheliegend war ich schon so der Meinung, dass ich das meiste hätte. So, dich haben wir. Ist aber der eine noch nicht, ne? Dich haben wir auch aus Wissen. Ich will noch kurz mal gucken. Diese Minenarbeiter haben wir. Diesen auch. Was fehlt uns noch? Versteinerter. Okay. Die haben wir, glaube ich, nicht. Nee. Kommt alles kaputt hier. Ah, versteinerte Arbeiter. Stufe C. Sehr gut. Hier haben wir sogar noch Questies. Nee, dich habe ich noch nicht, Mensch. So, jetzt ein A. Und entdeckt. Alles klar. Das ist natürlich dann familiengebunden, ne? Schon wieder, für alle was getan. Ja. Ja. Ja.
haben wir alles abgeschlossen. Den A haben wir bekommen. Mein Hund muss auch wieder seinen Kommentar dazu geben. Sieht man mal eigentlich ein Jahr voll aktiv zocken. Jeden Tag, Stunde um Stunde, und es gibt noch so viel, was ich noch nicht entdeckt habe, übersehen habe, oder eben weil es vielleicht ich vielleicht zu schnell unterwegs war, ne? Kriegen wir ein Schlachtermesser? Und hier nehme ich die Angelrute mit. Ich habe nämlich mit ihr ziemlich angefangen zu angeln. Und wir machen auch die nächste Nebenquest. Wir rutschen runter. Bam! Immer noch nicht. Ich habe das Wissen noch nicht, oder? Ich habe es nämlich immer noch über diese... Diese da. Vorarbeiter waren das, ne? Sprenger habe ich auch noch nicht. Nehmen alles mit. Komm schon, gib's. Schon hier sind. Ich habe dem ehrlich gesagt auch lange Zeit nicht so Beachtung geschenkt, dem ganzen Wissen. Ich habe zwar die NPCs mitgenommen, die Fragezeichen, die ihr ja sehen könnt dann auf der Minimap, dass man mit denen spricht, aber ich habe dem lange, auch als ich begonnen habe, man hat mir das gesagt, aber ich habe dem nicht so Gewicht gelegt. Zu. Jetzt finde ich es doch ganz... ganz gut, wenn man das holt. Gereicht ist es trotzdem nicht. Musst du noch eine weitere? Schade. Ja, zurück noch. Mal schauen, dass ich hier... Ich lasse das Pferd mal stehen. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass ich hier erst höchstens zweimal gewesen bin mit einem Char. Arme Questen. Und eben die Nebenquests definitiv habe ich nicht gemacht. Ich nehme es jetzt wegen der XP mit, alles so auf dem Weg.
uns gefunden. Juhu. Weiter, warte. Wir sind hier. Mal hier hoch mal. Ja! 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 Nein. Aber die kann ich bestimmt nicht öffnen. Talentpunkt. Yes. Was nehmen wir? Wir kriegen Nahkampfschaden reduzieren, Fernkampfschaden reduzieren, Nahkampf. Da ist jetzt Schluss. Dann muss ich, kehrt nach Kaplan, trefft Oberhaupt. Warte, wo muss ich denn jetzt überall hin? Wir gehen erst zu Felix. Das ist in der Nähe. Und machen die anderen. Was ist denn das hier? Kalfion dann. Okay. Oh. Na komm schon, zieh dich nicht. Pferd habe ich immer noch nicht getauscht, das ist unglaublich. Nach Heidel habe ich es auch noch nicht geschafft mit ihr. Weil die meisten Chars stehen nämlich dort mit den Pferden. Die haben die teils eben nicht im Stall. Damit ich da mein Pferdchen ein bisschen aufrüsten kann oder kaufen möchte. Ich habe irgendwo eins. Das könnte man sicher so auf 160 noch tunen. Und das von der Lahn, das bleibt bei der Lahn. Das ist auch nicht das allerallerschnellste, aber einiges schneller als dieses hier. Weil gerade Chars, die ich dann wirklich regelmäßig und oft lange spiele, bin ich schon froh, wenn die einigermaßen Tempo haben. Und das ist schon langsam. Ja, das heute nicht mehr anzeigen. Ich weiß. Dankeschön. Hier. Do you have any specific type of worker in mind? Okay, hier müssen wir jetzt in Velia. Meine Güte. Aber wisst ihr was? Wir machen das. Wir gehen zurück nach Velia, dann Heidel und dann kann ich das nämlich gucken. Irgendwo dort muss das Pferd stehen. Ja, ja. Außer ich irre mich, dann. Ach, dann kaufen wir halt eins. Dass ich da mal was ein bisschen aufrüsten kann, das ist auch ein bisschen ein weiter Weg. Gerade ich, wo natürlich auch noch oft eben, so wie jetzt, ne, mit der Wegführung reite. Also, ich mache mich nach Velia zu Bartali und werde mal gucken, wo das Pferdchen steht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Kommentar und ein Däumchen nach oben da. Und nicht vergessen, den Kanal zu aktivieren. Wenn ihr mitspielen möchtet oder der Gilde beitreten, nutzt doch den Link zu meinem Discord. Der ist unten in der Infobox. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.